Sanierungen sind für gewöhnlich eine tolle Sache. Doch für die Diesterweg-Grundschule in Pirna-Kopitz folgte jetzt die Ernüchterung. Das beim Bau in den 60er Jahren verlegte Parkett sondert Dämpfe ab, die wegen der neuen Fenster nicht entweichen können. Natürlich besteht dringender Handlungsbedarf. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Frau Anker-Oettmeyer von der Stadtverwaltung, was ist das konkrete Problem bei der Diesterweg-Schule? Was tritt da aus dem Parkett? Und wenn es riskant ist, wie riskant ist es? Wir haben anfangs in wenigen Räumen Raumluftuntersuchungen durchgeführt und Naphthalin festgestellt in der Raumluft. Daraufhin haben wir die ganze Schule, jeden Raum untersucht und festgestellt, dass in fast jedem Raum Naphthalin auftritt. Dann haben wir als weiteren Schritt gesucht, wo die Ursache herkommt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es der Kleber des Parketts ist, der üblicherweise in den 60er Jahren dort eingebaut wurde und heute aber als gesundheitsschädlich gilt. Welche Handlungsempfehlungen haben Sie denn jetzt an die Lehrer ausgegeben? Ja, wir haben als schnelle Reaktion organisatorische Maßnahmen angeschoben. Das heißt, die Räume sollen häufiger gelüftet werden, als es bisher geschehen ist. Wir haben da auch eine Empfehlung auch schriftlich hingegeben, wie ein Lüftungsplan funktionieren kann. Das sollen die Hausmeister organisieren und auch die Lehrer. Und das Weitere ist die Reinigung der Klassenräume, die soll häufiger passieren. Jetzt haben Sie ja auch längerfristigen Maßnahmen ins Auge gefasst, also die Sanierung oder einige Schritte der Sanierung sollen jetzt vorgezogen werden. Was konkret heißt das? Ja, bisher war geplant, die Diesterweg-Grundschule in Bauabschnitten über mehrere Jahre zu sanieren. Wir prüfen jetzt, ob dies schneller passieren kann und in wenigen Bauabschnitten. Und wir überlegen, wie die Planung da gestrafft werden kann und wie am Ende das auch alles in schnelleren Schritten finanziert werden kann. Und was passiert mit dem historischen, quasi historischen Parkett? Ja, es gibt die Möglichkeit, das Parkett drin zu lassen und abzudichten. Das scheint aber nicht dauerhaft eine dauerhafte Lösung zu sein. Wir wollen das Parkett und den Fußbodenaufbau entfernen und mit natürlich ersetzen durch ein neues Material. Und die Folgemaßnahmen, wie kommunizieren Sie das denn den Betroffenen, also Schülern, Lehrern, Eltern? Da gibt es ja bestimmt auch Redebedarf. Wir haben die Schulleitung letzte Woche informiert und auch die HURT-Leitung. Diese Woche werden die Elternvertreter informiert und so werden wir weiter in der Kette bleiben, dass jeder weitere Fortschritt, den wir haben, übermittelt wird. Wir wollen im Sommer die Sanierungsplanung auf einem gewissen Stand haben, dass wir auch Fördermittel beantragen können. Das wird dann im August der Fall sein. Und Sie halten oder generell wird davon ausgegangen, dass es einigermaßen ungefährlich ist, den Unterricht trotzdem ohne Einschränkungen durchzuführen? Wir haben das Gesundheitsamt, das Landratsamt ist mit eingeschaltet und von daher kam diese Anweisung der Lüftung, die wir durchführen sollen und auch diese Reinigung. Im Herbst und Winter werden wir noch Raumluftfilter einbauen, die uns das mithelfen können. Und so versuchen wir auch Zeit zu gewinnen, um eine fundierte Planung erarbeiten zu können, die uns dann hilft, das Schritt für Schritt und mit einem gewissen Tempo auch durchführen zu können. Können Sie denn schon eine zeitliche Prognose stellen, wann alle Maßnahmen sozusagen beendet sind? Das kann ich in diesem Moment noch nicht, weil wir erstmal die Planungen durchführen müssen, was wir alles dann gleich in dieser Sanierung machen werden, ob wir nur den Fußboden austauschen oder gleich alle anderen Maßnahmen, die wir ursprünglich mal geplant haben, mit durchziehen. Das heißt eben die Elektrosachen erneuern, die Schallschutzmaßnahmen verbessern und so weiter. Und am Ende muss das ja auch finanziert werden können. Und das müssen wir fachbereichsübergreifend natürlich erstmal planen. Frau Oettmeyer, vielen Dank.